Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon mal in der Grund, wir machen heute die erste Episode der FIFA 19 Trainerkarriere. Ich hatte es glaube ich schon vor einer Weile mal angekündigt, dass ich in FIFA 19 eine Karriere machen möchte. Was heißt angekündigt? Ich habe es mal zwischendurch in ein paar Videos erwähnt. Und ich glaube, da habe ich auch erwähnt, mit welchem Verein ich das machen möchte. Und zwar mit einem Verein, mit dem ich sehr viel verbinde, weil ich in der Nähe wohne und weil ich mich außerdem freue, dass die es wieder hochgeschafft haben in die dritte Liga und hoffentlich auch noch weiter hochschaffen werden. Ich hoffe es einfach mal. Ich würde sagen, Leute, wir starten rein, gehen weiter, ohne uns irgendeinen Bonus da zu gewähren und gehen direkt rein mit der Karriere. Und zwar der FC Energie Cottbus ist am Start, ist wieder zurück in der dritten Liga nach, ich glaube, 2 Jahren. Letztes Jahr war es ja, glaube ich, Magdeburg, die vor Cottbus Erster waren in der Regionalliga. Und also das Jahr, bevor jetzt Cottbus aufgestiegen ist, meine ich mit letztes Jahr, also vor 2 Jahren in dem Sinne, ist Magdeburg aufgestiegen als Erster der dritten Liga jetzt in dem, Regionalliga jetzt in dem Sinne. Die sind ja jetzt mittlerweile nochmal aufgestiegen, oder? Laber ich gerade scheiße, ich glaube, die sind nochmal aufgestiegen, ne? Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat es Cottbus jetzt geschafft, in die dritte Liga aufzusteigen. Und ja, da würde ich sagen, Leute, gehen wir direkt mal rein in den ganzen Spaß hier. Gehen weiter und nehmen uns hier einen Trainer raus, natürlich. Da haben sie jetzt auch nicht viel verändert. An sich sollen sie ja nicht so viel verändert haben am Karrieremodus. Ist natürlich für die meisten schade, aber für mich relativ egal, weil ich habe das die letzten Jahre eh nicht aktiv gezockt. Ich habe zwischendurch ab und zu mal eine Dortmund-Karriere gemacht, mit der ich simuliert habe, etc., weil ich nicht so gerne gegen den CPU spiele, aber ich werde natürlich hierfür eine Ausnahme machen, weil hier habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, damit Cottbus das Ganze machen zu können. Machen wir mal so. Und ja, Florian FFU werden wir uns hier nennen. Genau, Schwierigkeitsgrad, ich weiß es nicht. Also, ich mache erstmal Legende rein, gucke, wie ich drauf klarkomme. Und dann werden wir es ja sehen, Leute. Genau, Stadion. Wo kann ich denn hier? Stadion bearbeiten, da wohl. So, Stadion der Freundschaft. Nennen wir das Stadion natürlich, so heißt es ja natürlich auch, so anwenden und beenden. So, und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Come on. Und da gehen wir rein, Leute. Genau, Leute, wir kommen natürlich, bevor wir zur Kaderplanung gehen, na, ich ganz vergessen, zu dem Saisonvorbereitungsturnier. Was wir natürlich annehmen werden, ist halt immer nochmal ein kleiner Bonus. Und ich würde sagen, dann nehmen wir auch einfach das, was uns am meisten Geld einbringt. Kenne ich überhaupt irgendwo noch eine Mannschaft? Hier Dundalk heißt, glaube ich, die eine Mannschaft. Dann sieht man ja Rizespor, die spielen in der türkischen Liga. Ansonsten, ja, kennt man da auch nicht groß jemanden, um ehrlich zu sein. Hier, die Wappen kenne ich vom Sehen her. Da unten ist einer aus der portugiesischen Liga dabei. Aber hier, ja, okay, gut. Wir nehmen halt, wie gesagt, das hier, weil wir da am meisten Kohle kriegen. Sollte ja klar sein, darum geht es natürlich auch am Anfang. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf die Mails ein, wenn da was Wichtiges bei ist natürlich. Gehen wir erstmal auf die Ziele ein. Wir haben natürlich beim DFB-Pokal Runde letzten 32 erreichen. Ist ja halt irrelevant, weil es ist halt erste Runde. Wir sind Drittligist, da erwartet man logischerweise nicht so viel. Ansonsten haben wir bei der Nachwuchsabteilung, das hat auch mit die höchste Priorität natürlich, verbessere 2 Jugendakademiespieler um mindestens 10 Gesamtpunkte. Setze sie nach abgeschlossener Entwicklung in 10 Spielen in der Startelf als oder als Einwechselspieler ein. Okay. Ansonsten steht hier kurzfristig, okay. Verpflichte 4 Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gescoutet wurden, für die Profimannschaft und sorge für einen Einsatz in 20 Spielen. Okay, müssen wir mal gucken. Mit den Zielen weiß ich nicht, ob die unbedingt erreichen werde. Erhöhe über 3 Saisons die Dauerkartenanzahl um mindestens 10%. Okay, Finanzen, Spielergehälter um maximal 20% erhöhen. Okay. Kriegen wir, denke ich mal, auch hin. Ansonsten hier natürlich das Wichtigste, dritte Liga, schlechte Liga-Platzierung vermeiden. Also wir haben noch nicht mal unbedingt den Drang aufzusteigen. Wollen wir natürlich trotzdem so schnell, wie wir es möglich hinkriegen, auch durchsetzen dann. Ansonsten, DFB-Pokal haben wir gesagt, über 2-3 Liga-Saisons Mittelfeldplatz belegen. Schaffen wir, denke ich mal. Natürlich haben wir keine internationalen Ziele. Ich weiß jetzt nicht, warum wir hier einen Scout haben. Ich habe das ja nicht aktiviert oder habe mir auch nichts gekauft im Shop. Hier, von daher weiß ich nicht, warum wir jetzt hier einen guten Scout haben, aber ich würde sagen, wir hauen mal auch hier alles raus. Ich meine, wir haben jetzt einen, ich kann es nicht ändern, ich habe keinen gekauft,
wollte mir halt einfach nur keine Vorteile hier verschaffen, indem ich mir irgendwas im Shop kaufe für die Karriere. Das habe ich auch wie gesagt nicht gemacht, aber ja, keine Ahnung, wieso wir jetzt hier einen bekommen haben. Ja Leute, ihr seht im Hintergrund unsere 11, die wir im Moment, also standardmäßig, drin haben. Ich habe auch mir so einen kleinen Überblick nochmal verschafft jetzt hier über den gesamten Kader. Also ich muss auf jeden Fall noch einen linken Mittelfeldspieler verpflichten, sehe ich. Also das Ding ist, wir haben zwei insgesamt im ganzen Kader. Einer davon ist Viteriti und der andere gute Herr ist Graudenz. Ja, also ich würde Viteriti ungern auf dem Flügel spielen. Das spielt er zwar in Real Life, aber ich persönlich sehe ihn halt mit seinem Tempowert vor allem und dadurch, ja, dass er halt wie gesagt nicht so schnell ist und dadurch, dass er auch 5-Star-Weakfoot hat und auch ZOM spielen kann, würde ich ihn halt lieber als 10er spielen und sowieso eine andere Formation hier bevorzugen, als die, die wir hier gezeigt bekommen. Aber ich würde schon gerne mit Flügeln spielen, also weil Weidlich ist ein schön schneller Flügelspieler, hat einen guten Tempowert bekommen, leider nur 2 Sterne Skills, aber okay, ich finde auch Weidlich hätte ein bisschen mehr Pace bekommen können, über 90. Warum haben wir natürlich noch vorne einen schnellen Stürmer drin und mit Scheitower unter anderem halt so ein Brecher mehr oder weniger. Gut, Broschinski ist jetzt auch nicht der langsamste, der schnellste meine ich, und auch nicht der kleinste, von daher passt es, aber Scheitauer ist halt doch mal so einer, der ein bisschen größer noch ist, 2 cm zwar nur, aber ja, sollte denke ich mal klar sein. Ansonsten, genau, gucke ich mal, welche Formation ich präferieren würde, standardmäßig, ausgeglichen halt, und ja, dann hole ich euch wieder rein. Jo Leute, und da seht ihr auch meine, würde ich sagen, Anfangself, die wir jetzt im Moment haben noch. Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, ich will noch einen linken Mittelfeldspieler, linken Flügel verpflichten, linken Mittelfeldspieler jetzt hier in der Formation, weil wie gesagt, Viteriti sehe ich auf der 10 und nicht auf der linken Seite. Wir könnten halt zur Not, falls wir keinen besonderes Guten verpflichten könnten, Viteriti auf links stellen und Zimmer auf die 10, da würde ich dem Zimmer dann auch noch die Chance geben zu spielen, weil der hat eigentlich auch gute Werte, solide, wir haben halt eh keinen Forster-Skiller leider Gottes, aber ansonsten haben eigentlich alle in der Defensive auch gute Werte, also Matuvila, ein richtig geiler Endverteidiger, ist mit 26 Jahren noch ein akzeptables Alter, würde ich sagen, 1,86 groß und richtig schön schnell, wie man hier sieht, und daneben Marc Stein, halt auch einer, der ein bisschen kleiner ist zwar, aber halt trotzdem gute Defense-Werte hat einfach und auch natürlich auch in Real Life und hier auch der Kapitän ist, von daher würde ich ihn auch gerne spielen lassen von Anfang an. Da haben wir dann noch Knechtel und Grundmann als Hintermänner, werde ich denke mal vielleicht, na weiß nicht, ob ich da unbedingt einen holen will, weil Starzef haben wir auch noch einen Ersatz mit Baude, ist jetzt auch nicht der schnellste, Starzef wiederum schon, also Baude wäre trotzdem halt nochmal natürlich ein solider Ersatz erstmal für den Anfang, einfach auch weil wir uns nicht so viele Spieler kaufen können und weil ich es auch einigermaßen realistisch halten möchte. Starzef ist auf jeden Fall gut und der ist ja noch gar nicht mal so alt mit 24, geht das auf jeden Fall klar. Links bräuchten wir halt noch einen Ersatz, weil wir haben keinen Ersatz-Linksverteidiger. Ich weiß jetzt gerade nicht, kann Baude auch links spielen? Ich glaube nicht, nein. Und Starzef auch nur rechts. Schlüter nur links. Ja, ich weiß halt gar nicht mehr. Also ich habe schon lange, wie gesagt, nicht mehr so Karriere gespielt. Ich weiß nicht, inwiefern das noch Auswirkungen hat. Früher war es ja immer so, dass das Auswirkungen hat, dass die sich dadurch nicht verbessern konnten, wenn sie auf der anderen Position spielen und wenn sie die nicht spielen können. Weiß nicht, ob es immer noch so ist. Könnt ihr mir mal reinschreiben. Aber ich würde sagen, Leute, für den Anfang geht das klar. Machen wir natürlich unsere Spitze weitlich auf rechts. Geht nichts vorbei, denke ich mal, an ihm. Wir haben es auch noch mit Ziegenbein einen, der es kann oder der auch da auf jeden Fall da ist, und Geißler kann da auch spielen, der hat auch einen geilen Antritt, aber guckt euch mal die Sprintgeschwindigkeit an, das ist dann halt bitter, aber es geht auf jeden Fall noch klar, vor allem auf dem Niveau, was die dritte Liga natürlich ist hier in FIFA, darf man nicht vergessen. Von daher gucken wir natürlich nach dem linken Mittelfeldspieler und nach dem linken Verteidiger noch, gucken, ob wir einen Ersatzverteidiger holen oder einen, der stammmäßig reinkommt, mal gucken, wie es sich anbietet und natürlich auch, was das Geld angeht, aber ansonsten würde ich sagen, gucken wir mal, gucken wir mal rein, was da noch so geht jetzt in dieser Folge. So Leute, im Hintergrund werde ich jetzt erstmal diese Spieler trainieren lassen. Ich habe mal durchgeguckt, wir haben keinen, der so dieses besondere Potenzialsymbol hat. Ist auf jeden Fall schon mal schön an der Stelle, aber okay. Ich werde jetzt diese Spieler hier trainieren lassen, die sind alle einigermaßen jung. Ich glaube, der Älteste ist erst 24, ich weiß gerade nicht, wer halt Mamba ist. Aber ich glaube, mit Starzef müsste der Älteste sein mit 24. Natürlich habe ich hier extra Jungen genommen. Oh, jetzt habe ich den einzelnen. Okay, gut. Alles simulieren, pardon. So, jetzt haben wir mal alles hier simulieren lassen. Wir werden die, denke ich mal, immer so trainieren. Sollte, denke ich mal, erstmal so klappen. Könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben, ob wir das so lassen sollen oder ob wir da einen anderen trainieren sollen, je nachdem. Ich würde sagen, aber das passt erstmal, was das Training angeht. Ansonsten müssen wir natürlich gucken, ob wir uns auch einen Jugendscout holen. Weil das müssen wir ja auch machen.
Da dürfen wir halt nicht so einen teuren holen. Das sollte, denke ich mal, klar sein. Weil wir wollen ja auch ein bisschen uns noch verbessern, was, ja, das Ganze angeht. Sven Winter wäre jetzt hier die Alternative. Das Ding ist, ich weiß, es gibt für 250.000, glaube ich, Wette, die haben 3-3. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den nehmen soll direkt oder nicht. Mal gucken. Ich glaube, die ändern sich ja auch mal alle paar Tage so. Da werden wir jetzt erstmal noch warten. Und ich würde sagen, wir simulieren erstmal ein, zwei Tage weiter. Bis zum ersten Spiel. Dann werde ich erstmal Stopp machen und die Folge hier beenden. Das soll erstmal nur die Startepisode sein. Und ich würde gucken, ja, ob wir denn vielleicht schon transfermäßig ein bisschen was hinkriegen können. Ob unser Scout da was findet, den wir da haben. In der Zeit, weil ich habe ja ein bisschen was eingestellt. Wir kriegen auf jeden Fall ein Transferangebot für Knechte. Ich muss auch noch im Kopf behalten, dass wir natürlich die Verträge uns nochmal angucken. Darf ich natürlich auch nicht vergessen. So, Knechte. 400.000 ist er wert, ist natürlich unser Backup-Innenverteidiger, ist aber auch noch ein junger Verteidiger natürlich, den wir eigentlich schon gerne behalten würden. Aber ich würde sagen, wir verhandeln erstmal und gucken, ob wir ein bisschen was rausschlagen können. Gehen natürlich erstmal ein bisschen hoch mit dem Angebot, ist jetzt unsere erste Verhandlung an der Stelle natürlich. Nehme ich auch gerne mal mit. Ist das ein chinesischer Club gewesen? Ich weiß gerade nicht, ich habe nicht auf den Namen geachtet. Der Trainer sieht aber danach aus, würde ich glatt mal behaupten. Genau. So. Yuen Gnam, ja, klingt sehr chinesisch. Ich denke, es ist auch chinesisch und nicht japanisch. Wie dem auch sei, gucken wir uns das jetzt das erste Mal auf jeden Fall nochmal an, hier die ganze Chose. Natürlich erstmal eine neue Transfersumme vorschlagen, weil das geht gar nicht. Er ist 400.000 wert, das ist halt echt hoch gegriffen, aber wir gehen mal auf 800.000. In der Hoffnung, dass wir das bekommen. Und wollen wir eine Weiterverkaufsgebühr von 5% erstmal nehmen. Und mal gucken, ob das was wird. Ich will ihn halt nicht unbedingt verkaufen, aber 800.000 wäre schon eine ordentliche Summe für den guten Herrn. Ist halt eigentlich viel zu hoch, aber ich denke auch nicht, dass sie es annehmen werden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Erstmal wirklich nicht schlecht, was das Ganze angeht. Ja, dachte ich mir schon. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich auf keiner Seite informiert, was das Ganze angeht, von wegen, wer Potenzial hat, und werde ich auch nicht machen. Einfach, weil ich finde, dass das dieses Spielgefühl so ein bisschen kaputt macht für mich. So, jetzt gehen wir natürlich nochmal in die Verträge rein und gucken mal ganz kurz erstmal live, wie lange noch Vertrag hat. Und dann werde ich sie erstmal ein bisschen offscreen verlängern, wenn es denn hinhaut. So Leute, ihr seht es im Hintergrund und ich habe nicht vergessen, Marc Stein zu verlängern. Das war der erste, den ich verlängern wollte und ich habe mich verklickt. Nice one, ich versuche es später nochmal, ansonsten müssen wir den halt auf die Transferliste setzen. Ich warte jetzt so circa ein paar Wochen. Also übernächste Episode will ich nochmal gucken, ob es geht. Und ja, ansonsten konnten wir alle verlängern. Das Blöde ist halt, die meisten wollten halt nur in dem Sinne um ein Jahr weiter verlängern, also auf 2 Jahre. Einige Jüngere, wie zum Beispiel, na gut, Knechte jetzt nicht, aber Mamba zum Beispiel ist ja ein bisschen jünger, 24 gerade mal, konnten man halt auf 3 Jahre hochverhandeln, genauso wie die drei hier. Staveki hatte, glaube ich, Geißel, da konnte man auf 4 Jahre sogar hochhauen, genauso wie, ich glaube, Schneider, Zickert auch. Und das war's auch. Also ja, ein paar konnten wir hochverhandeln. Ist gar nicht mal so bad, würde ich behaupten. Ansonsten wollte ich schon mal gucken, dass man Staveki vielleicht verleiht, auf die Leihliste setzen. Kann man, denke ich mal, machen. Vielleicht auch Geisel. Auf jeden Fall Bruschinski. Dann müssen wir dann halt gucken, ob wir da nochmal einen dritten Stürmer holen. Wobei, wir haben ja Imshake hier auch noch. Ah, gut, der ist schon 27 halt. Der kann auch links spielen, sehe ich gerade. Was hat denn der für Werte? Wie kann man das hier... Attribute, da, okay. So, Beja sieht. Ja, okay, der hat ein angenehmes Tempo sogar. Gut. Da werde ich mir jetzt nochmal einen Kopf drüber machen. Könnt ihr euch mal reinschreiben, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, Leute, haben wir jetzt hier schon was bei den Transfers? Machen wir nächste Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Episode wieder. Bis dann, haut rein und ciao.